Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die beim Schlachtfest in der Stadt. Ja, wir müssen hier immer noch ein bisschen aufräumen und Lassie will uns mal wieder ans Leder, aber dafür gehe ich jetzt Lassie ans Leder. Blöden Hundeviecher hier. Und ja, wir können hier noch so ein bisschen durch die Stadt rennen, in der Hoffnung noch einen Teil zu finden fürs Minibike und ich würde ja gerne irgendwie ein richtiges, irgendwie was looten hier. Aber ich glaube, das wird verdammt schwer. Ich weiß auch gar nicht, oh, schon wieder ein Polizist. Ich weiß auch gar nicht, wo ich schon überall war in der Stadt hier, weil ich irgendwie gar nicht wirklich dazu komme, auf die Karte zu gucken. Okay, wir gehen einfach hier hoch und gehen dann hier so rum und gehen gleich wieder die nächste links oder so. Schauen wir mal hier in das Auto. Benzin. Immer gut. Hallo, Britney. Komm, jetzt aber. So. So. Ach, hey, herrlich. Ja, gehen wir hier die Straße mal runter. Schauen wir mal, was wir hier haben. Vielleicht steht da noch ein Auto rum oder sowas. Dann gehen wir gleich nochmal die andere Straße hoch. Oh, ey, sag mal. Kommen wir nicht mal dazu, die scheiß Köter auseinander. Ah, ein Parkhaus. Boah, was ist denn hier passiert? Mein lieber Scholli. Ist ja heftig. Ja, gehen wir doch mal ins Parkhaus rein. Das Parkhaus sieht irgendwie neu aus. Das war doch... Hier die gelben Dinger, die waren doch vorher noch nicht, oder? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Aber hier stehen ein paar Kartons rum. Vielleicht finden wir hier was fürs Minibike. Wir bräuchten so einen Rahmen. Noch so ein Karton hier unten irgendwo. Hier ein paar Müllsäcke rum. Da steht noch ein Karton. Ich will so ein Minibike, ey. Komisch, hier war gar kein Auto, was man looten konnte. Das war doch früher immer so. Oh ja, okay. Essen. Achso, das ist ja Bier. Ich Idiot. Trinken wir mal hier so einen Honig. Hui. Das ist gut, das ist gut. So, wir hatten ja auch eine Sniper-Rifle gefunden. Die ist allerdings sehr kaputt. Aber das ist gar nicht so schlimm. Obwohl, die Shotgun ist mir fast... Die bekommt auf jeden Fall mal zwei Weapon Repair Kits. So ist sie fast voll. Dann können wir die anderen drei... da drauf hauen. So. Dann machen wir die dahin und das dahin. Wunderbar. Können wir im Notfall ein bisschen mit der Sniper rumballern. Können wir eigentlich direkt mal machen. Immer noch nichts fürs Minibike. Die sieht auch neu aus. Das ist, glaube ich, ein neues Model. Verschimmeltes Brot. Das würde ich alles normalerweise irgendwie mitnehmen oder so. Aber ich habe so viel Antibiotika, ey. Das ist, kann schon Fachhandel für Antibiotika aufmachen. Meinen eigenen Pillenladen könnte ich eröffnen. Leather Tanning. Der klingt aber sehr nah, der Hund. Naja. Und die
Ich sehe die Sniper. Ah doch, die hat ein Fadenkreuz, das sieht man nur kaum. Nehmen wir nochmal die Shotgun raus, für den Fall, dass der Hund jetzt da unten lauert. So, jetzt schauen wir noch mal, ob wir den Airdrop sehen. Da hinten ist der Airdrop. Irgendwo da in der Richtung, hier ungefähr. Ja. So, da. So, das Parkhaus hat sich leider nicht wirklich gelohnt. War ich an dem Auto da schon dran? Nein. Grüne Pickaxe, Moment mal. Die nehmen wir mit, die ist besser wie die da. Boah, guckt euch mal an, wie viele Zombies hier rumrennen. Es ist echt nicht zu glauben. Hammerhart. Immer noch nichts fürs Minibike. Okay, ja. Bis dahin jetzt rennen. Nee, wir bleiben noch ein bisschen in der Stadt. Noch mehr Benzin. Ja, wir finden überall Benzin, aber wir finden keine Teile fürs Bike. Das finde ich schade. Das finde ich wirklich schade. Okay, die können wir gut gebrauchen, die Weapon Repair Kits. Aber die Stadt haben wir jetzt mehr oder weniger durch, ne? Also, was heißt durch? Was die Straßen und die Autos betrifft, aber die Gebäude bei weitem noch nicht. Gehen wir mal in Richtung von dem Airdrop. Wenn wir da vorne an der Straße sind, müssen wir der eigentlich nur geradeaus folgen. Dann müssten wir genau hinkommen zum Airdrop. So sah das zumindest eben aus. Und ich glaube, die Airdrops... Die rauchen ja jetzt wieder durchgehend. Das war ja mal eine Zeit lang irgendwie... Ich weiß nicht, ob es Absicht war oder ob es verbuggt war. Jedenfalls haben die Airdrops nicht mehr geraucht. Die Gläser... Kann ich die Gläser wegschmeißen? Was könnten wir wegschmeißen? Die zwei Wasser schmeiße ich mal weg. Nimm das Öl dafür mit. Was für ein komisches Geräusch. Hab ich noch nie gehört. Oh, da vorne ist die Fabrik. Vielleicht finden wir da was Tolles. Da müssen wir nur aufpassen, denn die Fabrik ist mir mal über dem Kopf eingestürzt. Irgendwann. Da stehen auf jeden Fall auch noch Autos, das weiß ich. Und hier werden auch definitiv jede Menge Zombies sein. Ich weiß, auch in der Fabrik, da gibt es jede Menge Benzinfässer und sowas, aber mich da jetzt hochzubauen, das dauert wirklich ewig, bis man die komplett durchgelootet hat, mit allem drum und dran. Da laufen wir lieber ein bisschen weiter. Wie, was ist denn hier? Hier ist ja verstrahltes Gebiet. Das ist ja doof. Der Airdrop müsste doch hier irgendwo sein. Also hier können wir nicht weitergehen. Wenn wir hier reingehen, dann sind wir direkt tot. Also nach Phoenix kommen wir schon mal nicht mehr und nach Vegas auch nicht. LA ist auch gestrichen. Ja, scheiße. Ich hoffe, der Airdrop liegt hier irgendwo, aber ich habe fast die Vermutung, das Flugzeug hat den Airdrop. Also entweder steht der Airdrop... hier hinter oder er steht hier irgendwo. Aber ich sehe ihn leider auch nicht. Oder er steht halt so weit in dem verstrahlten Gebiet drin, dass wir da sowieso nicht rankommen. Naja, schade. Schauen wir mal, wo wir überhaupt so insgesamt sind.
So, da oben wohnen wir. Wir könnten jetzt natürlich mal hier runter gehen. Ich würde sagen, das machen wir auch. Wir gehen hier am Rand des verstrahlten Gebietes nach Süden. Schauen mal, was da auf uns zukommt. Mit bisschen Glück finden wir ja doch noch den Airdrop irgendwo hier. Der müsste aber dann hier direkt in der Nähe irgendwo rumstehen. Aber ich habe die Befürchtung, dass der Airdrop dort im verstrahlten Bereich irgendwo rumsteht und wir den gar nicht erreichen können. Ja, da ist auch schon ein Häschen draufgegangen, was da reingerannt ist. Ja, schade. Wer weiß, vielleicht wäre ja in dem Airdrop der Rahmen fürs Minibike gewesen. Gleich 15 Uhr. Nehmen wir uns mal hier so einen Schnaps zur Seite. Oh, oh, oh. Obwohl, Moment, ich habe doch auch noch Bier irgendwo gehabt. Da. Den Alkohol nehmen wir mal auf. Trinken wir lieber ein Bier. Mittags um 3. Kann man auch schon mal ein Bier trinken, ne? Da geht schon eins. Tja, nichts mit Airdrop. Nichts gesehen. Hier stehen überall Autos rum. Also Schrott gibt es hier jede Menge. So, wo latschen wir denn hier lang? Da sind wir also, okay. Da steht mal ein Auto. Mitten in der Landschaft. Eine blaue Steinaxt. Na, die ist wichtig. Manchmal stehen hier auch so Kartons. Okay, hier ist auch. Okay, wir sind also in der Ecke der Karte. Geht jetzt also hier nach Osten weiter. Dann würde ich sagen, folgen wir diesem Pfad mal und erkunden einfach, laufen einfach. Was war das denn? Hat der jetzt ein Auto kaputt geschlagen da oder so? So klang das jedenfalls. Wir laufen einfach mal außen am Kartenrand entlang. Dann sehen wir auch genau, wie groß die Map ist. Mit bisschen Glück finden wir ja irgendwie was Tolles. Ich hätte so gerne den Rahmen für das Minibike. Oder doch auf der Straße laufen. Auf der Straße stehen halt mehr Autos. Sag ich ja, da ist schon eins. Vielleicht ist da ja irgendwo was Gutes drin. Ich habe auch noch nie einen Rahmen fürs Minibike gefunden. Den Clawhammer kann ich mir sparen. Kann ich, glaube ich, sogar selber herstellen. Steht noch ein Auto und da geht es dann in die Stadt rein. Ich glaube, in das Auto, da konnte ich nicht reingucken. Da bin ich irgendwie dran vorbeigerannt nachts, als diese Meute an Zombies und weiß der Geier, was alles hinter mir her war. So, gehen wir mal da runter auf der Straße. Und dann sind wir auch wahrscheinlich gleich am Kartenrand. Aber macht ja nichts. Ein gelbes Bohrerblatt. Tja. Noch was anders. Woodframe. Machen wir mal ein paar.
Hab ja sowieso nur noch 5-6 Stück gehabt. Das nehmen wir mal mit. So. Schwupp. Hier ist aber schön ruhig. Oh, da ist die Fabrik. Ach, das ist das Ding, was mir... Ja, diese Werkstatt oder was das ist. Die ist mir mal zusammengebrochen. Da schwebt ja alles. Ach, das ist der komische Kran. Die ist mir mal zusammengebrochen, als ich da drin war. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ich habe irgendwo irgendwas weggeschlagen. Und in dem Moment ist das ganze Ding da zusammengekracht. Aber Werkstatt, in der Werkstatt könnte man ja was finden fürs Minibike. Hier steht auch noch ein Benzinfass rum. Herrlich, wunderbar. Guck mich da doof an. Boah, ist jetzt hier was los? Schon gar nicht mehr, wo ich überall reingeguckt habe. Mensch, jetzt geht aber, ich laufend irgendjemanden hier abknallen muss. Schlimm, ehrlich. Ilse schlägt Luftlöcher da oben. Oh, ein Bücherregal. Riddle of Steel, okay. Kleber. Und Kleber braucht man auch fürs Minibike. Hier. Gibt's hier Bier? Nö. Schade. So, wo geht's denn hier hin? Geht's hier nach draußen? Ganz safe. Hier noch jemand drin? Nee, ne? Dann hauen wir den mal auf. Schauen wir mal, was da so drin ist. Aber da wird wohl kaum ein Rahmen fürs Minibike drin sein. Schade eigentlich. Na, geh auf. Da hat man schon eine grüne Picke und da dauert es noch ewig. Nichts drin, was mich weiter interessiert. Hilde! Mensch! Search Hilde. Ja, schade. Autowerkstatt gefunden, aber kein Rahmen fürs Minibike. Wo könnte der nur sein? Tja. Naja, hat nicht sollen sein. Aber ein schöner Baukran. Gehen wir mal weiter.
ballern ein bisschen mit der Sniper rum. Och nee, wir gehen doch nicht weiter. Denn da ist ja Ende der Karte. Also gehen wir weiter, würde ich sagen, nach Osten. Und dann schauen wir doch mal, was uns da so erwartet. Nun ja, mit diesen eindrucksvollen Bildern des Baukrans und von der Werkstatt verabschiede ich mich hier aus dem nächsten, Let's Play. Boah, was laber ich heute eine Scheiße. Ja, so, nochmal. Mit diesen beeindruckenden Bildern der Werkstatt verabschiede ich mich hier aus dem Let's Play. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Ich freue mich über ein Däumchen oder ein Abo. Und wünsche euch noch ganz viel Erfolg in welchem Spiel auch immer. Macht's gut, bis demnächst und tschüss.